Heute geht's weiter mit der Bepflanzung von einem Terrarium und ich habe schon eine Idee, was für ein Tier da reinkommen könnte. Aber man kann schon sehen, der ist richtig explodiert. Der Anthurium hier wird auch rüberkommen. Der schaut richtig gut aus. Hexe, die schaut so aus. Bevor wir uns aber darum kümmern, sind schon ein paar Pflanzen drinnen, die werde ich euch noch genauer zeigen. Zeige ich euch noch ein paar andere Sachen. Und zwar einmal das Paludarium hier mit den Vampirkrabben. Und ich muss euch sagen, dass ich jetzt schon länger keine Vampirkrabben gesehen habe. Ich habe hier jetzt auch einiges an Laub reingegeben, auch hier hinten habe ich mehr Laub und so reingegeben, damit sich die auch so ein bisschen vergraben können. Und Asseln sind auch hier drinnen, aber wir können mal schauen, aber ich gehe mal nicht davon aus. Also ich habe vor ein paar Wochen mal wieder eine gesehen, so in der Nacht, aber jetzt gerade ist es schwierig, es sind überall Sachen zum Verstecken, auch hier hinten und so. Den anderen Farn habe ich jetzt schon rübergegeben. Der Anthurium hier wird auch rüberkommen, der schaut auch richtig gut aus, der war auf dem Aquarium drauf und hatte nur so kleine Blätter wie die da hinten und jetzt kriegt er hier schon ein neues, schönes Blatt. Noch hier einer von den Anthurien, die ich nachgezogen habe, der was im Paludarium war, wird jetzt auch schon schön, der kommt dann auch rüber. Ich habe jetzt hier noch die Mini-Beregnungsanlage von Hobby installiert, das ist ganz nice, funktioniert recht easy und hier ist die Beregnungsdüse. Muss ich sagen, hier ist jetzt nicht unbedingt nötig, muss ich ehrlich sagen. Weil hier ist eh alles nass und auch hier und auch das Ganze ist ziemlich feucht. Aber ich wollte sie einfach mal ausprobieren und so finde ich sie sehr nice. Für das, wenn es halt schon so generell sehr nass ist, ist es vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn man jetzt nicht so ein Wasserfall hätte, wäre das schon eine coole Sache für das. Die Scheiben sind wie immer ziemlich beschlagen. Also ich hoffe, dass hier bald von Doha so ein Lüfter rauskommt. Sollte bald kommen, also auch für die Neogläser und der sollte dann auch hier passen, so ein kleiner Lüfter. Das wäre cool, weil dann wäre das auf jeden Fall um einiges besser. Ansonsten muss ich mir hier mal selbst irgendwas bauen. Ansonsten, hier das Terrarium, macht sich auch ganz gut. Hier ist gerade einer von den Fröschen unterwegs. Und ja, sonst hat sich da auch noch nicht so viel getan wieder. Also schaut immer noch gut aus. Ich habe hier letztens umgestellt, jetzt steht hier aktuell der Tisch und die Bank. Die verkaufe ich aber gerade, also falls du Interesse hast, gerne melden, ansonsten mal schauen, ob es irgendwer andere nimmt hier. Aber ich möchte die weg haben. Ist schon eine coole Bank, aber ich habe einfach hier zu wenig Platz. Also es schaut zwar okay aus, also wenn man hier so schaut im Video, aber in echt ist es ziemlich voll. Vor allem, wenn ich halt immer wieder hier filme und das Licht aufbaue, habe ich halt echt wenig Platz hier. Hier habe ich auch ein bisschen umgestellt wieder, ein bisschen zusammengeschoben. Finde ich nicht ganz optimal, aber vorübergehend ist es okay. Das 120p habe ich erstmal in die Wurzeln reingelegt, da werde ich jetzt bald mal anfangen mit dem Aquarium. Also ist jetzt echt mal Zeit, vielleicht mache ich das sogar heute noch oder die nächsten Tage. Dann das 60p, wir können gleich mal die Fische füttern, ich schalte mal dafür die Filter aus. Ist ganz praktisch, einfach mit den Steckdosenleisten. Und dann fütter ich hier das Baby Liquid von Hobby, die Artemia Eier. Ist ganz nice, einfach vorher gut schütteln und dann kann man das hier einfach rein tropfen und die können das fressen, sind dekapsulierte Eier, das wird auch sehr gerne angenommen. Wichtig ist halt immer, dass man einen Filter abschaltet, damit das Ganze nicht vom Filter eingesaugt wird. Da kann man sehen, da werden die auch richtig schön rot, also die Kalinaisfische gefallen mir echt gut, sind echt coole Fische. Und hier natürlich auch. Kommt auch ein bisschen merklich rein, damit alle was abbekommen. Hier sind ja auch viele kleine Fische, die gerade ein bisschen schreckhaft sind. Aber warten wir mal kurz. Die Nanostomus sind schon auf jeden Fall da. Da kommen hier jetzt auch die Schilfsammler. Ich muss sagen, seitdem die Pfeffersammler hier dabei sind, sind alle Fische ein bisschen scheuer. Also jetzt auch die Schilfsammler waren vorher auch sehr viel vorne und jetzt, seitdem die Pfeffersammler dabei sind, verstecken sich die auch mehr. Es ist vielleicht besser, wenn man da nicht so scheue Fische dazu setzt. Aber ist nicht so schlimm, wenn sie auch sich viel verstecken. Aber ja, jetzt kann man die auch voran fressen. Geht auch viel zum Boden, aber ich muss auch hier sagen, ich habe hier sehr viele Garnelen in dem Aquarium. Deshalb füttere ich aktuell ein bisschen mehr. Also ich habe die ganzen Garnelen vom 120p hier rüber gesetzt und hier rüber gesetzt. Also sind hier gerade sehr viele drinnen. Also da muss ich auf jeden Fall immer ein bisschen mehr füttern, damit die auch genug bekommen. Und ja, hier ist auch ein Dario. Kann man wahrscheinlich gerade schlecht sehen. Der versteckt sich hier unten. Hier ist so eine kahle Stelle. Ja, ein bisschen kann man erkennen. Hier steht jetzt der Denali-Tank mit den Drachensteinen.
Schaut auch aktuell ganz gut aus. Die Pflanzen wachsen schon langsam. Die Rotalahara braucht auf jeden Fall dann ein paar Rückschnitte, bis sie richtig rot wird. Die schaut jetzt aktuell noch ziemlich grün aus. Die Guyana hier und hier hinten finde ich Reaction echt nice. Also das ist cool. Ich fällt mir gerade ein, hier vorne ist ja green und hier hinten ist die Hara. Aber die schaut gerade aktuell ziemlich gleich aus. Das wird sich hoffentlich bald noch ändern. Von der Utricularia, die ist aktuell noch da, aber das kann immer ein bisschen dauern. Also die braucht auf jeden Fall mehr Zeit, bis man dann wirklich weiß, ob sie was wird. Also mal schauen. Aktuell schaut sie noch gut aus und hat sich noch nicht aufgelöst, aber das kann sie noch ändern. Da bin ich jetzt noch nicht ganz über dem Berg. Und ich habe hier auch noch eine CO2-Anlage angeschlossen. Die steht jetzt gerade hier hinten, weil hier ist alles voll mit den ganzen Büchern, die ich habe. Deshalb muss die CO2-Flasche hier hinten in der Ecke stehen. Also ist nicht so schlimm, sieht man eh nicht, weil die Schränke so nah zusammenstehen. Aber generell muss ich sagen, richtig nice schaut das nicht aus, wenn die so nah beieinander stehen. Also das weiß ich schon, also braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Das ist aktuell so, mal schauen, wann und ob sich das ändert. Weil ich habe jetzt hier den 30 Liter Cube dazugestellt. Da werde ich auch bei dem Video machen, wie sich der entwickelt hat. Aber man kann schon sehen, der ist richtig explodiert, obwohl hier kein CO2 läuft. Aber was da genau der Fall ist, werde ich euch noch in dem Video sagen, weil es gibt ein paar gute und ein paar schlechte Sachen. Aber dann geht's an das Terrarium und zwar habe ich jetzt eine Idee, was für ein Tier reinkommen könnte. Und zwar war ich letztens in einem Podcast über Terrarien zu Gast, ich werde euch das Ganze verlinken. Und da habe ich auch gefragt, was sie hier einsetzen würden. Und danach habe ich dann noch mit dem Ben geschrieben von dem Podcast und der kommt auch aus Deutschland, macht aber den Podcast auf Englisch. Und der hat mir eine Nachtechse empfohlen, weil er hat die auch und hätte Jungtiere, was er abgeben könnte oder würde. Und zwar Lepidophyma smithii. Und das ist so eine Nachtechse, die schaut so aus. Also schaut sehr interessant aus. Und die ist noch ziemlich klein und wenn sie dann größer wird, also so 1 bis 2 Jahren, bräuchte ich dann auch ein größeres Terrarium. Also das ist schon eine Sache, was ich bedenke, dass das Terrarium nicht ein dauerhaftes Zuhause für die ist. Aber für die ersten Monate, Jahre sollte auf jeden Fall reichen, weil die halt noch sehr klein ist und sehr jung ist. Und das Coole an der ist, die lebt auch im Wasser, also bewohnt den Wasser und den Landteil. Das wäre ganz cool für mein Terrarium. Und das Füttern ist auch nicht so kompliziert, dass man irgendwelche Heuschrecken oder Heimchen braucht, sondern sie frisst auch zum Beispiel Regenwürmer oder Asseln und alles so in der Richtung. Also es ist auch relativ einfach, die zu versorgen. Ich bin mir wie gesagt noch nicht zu 100% sicher. Also wenn ihr damit Erfahrungen habt oder sagt, das passt irgendwie gar nicht oder ich soll das und das noch beachten, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Aber ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen und ich denke, es sollte gut für das Terrarium passen. Aber dann kommen wir zum Terrarium und zwar habe ich schon ein paar Pflanzen reingegeben. Also war noch gar nicht so geplant, aber ich hatte einfach ein paar übrig, die ich irgendwo hingeben musste und ich hier auch reinsetzen will auf Dauer. Das ist zum einen ein bisschen was von der Utricularia. Die habe ich einfach hier auf die Steine drauf gegeben. Das funktioniert meistens eigentlich ganz gut, wenn die so im feuchten Übergangsbereich sitzt. Also die hatte ich und habe sie erstmal hier drauf gesetzt, damit die nicht kaputt geht. Dann habe ich hier noch einen Becher mit Eleucharis, also so kleines Gras. Das sind ja Aquarienpflanzen, also das hier und auch die, was hier ist, also ein HCC. Und die wachsen in der Natur auch über Wasser und können halt auch im Terrarium oder über ein Aquarium über Wasser wachsen. Und die werde ich hier so in den Übergang einsetzen. Also das Eleucharis muss ich irgendwo in den Boden einsetzen, also werde ich dann irgendwo hier so machen in den Übergang. Und das HCC, also das Kuba-Bergkraut, werde ich auch so zum Teil in die Spalten setzen. Das kann so ein bisschen aufwachsen und aufwachsen, genauso wie die Utricularia. Dann habe ich hier noch ein bisschen Rotalahara. Da weiß ich noch nicht genau, ob ich die auch hier einsetzen werde. Also Rotala-Arten gehen auch. Also hier in den In-vitro-Topf sind die auch zum Teil so halb Eumer, Submer, also über und unter Wasser gewachsen. Und stellen sich dann um, je nachdem, wo man sie einsetzt. Und ich denke, ich werde die einfach hier einsetzen, weil ich die übrig habe. Und ja, jetzt kein Aquarium dafür habe. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, sind schon ein paar Pflanzen drinnen. Die sind auch zum Teil gar nicht eingepflanzt. Zum Beispiel hier. Der Geweihfarn ist einfach auf so ein Stück Kork. Das ist der Platycerium Alcyone. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Habe ich schon länger. Ist nie so richtig gut gewachsen. Und hier denke ich, passt der ganz gut rein. Also auch gerade hier so. Muss ich dann gleich nochmal ein bisschen fixieren. Und dann auch hier der Super Boom oder Bloom, ein richtig großer Geweihfarn.
den finde ich auch sehr cool. Wird in der Natur riesig. Ich denke hier im Terrarium jetzt nicht so schnell. Aber mal schauen, der hat auch ein bisschen gelitten hier bei manchen Blättern. Weil ich hatte den zuerst im Paludarium, was hier stand. Und dann habe ich ihn hier in das Terrarium gegeben. Und da war es, glaube ich, ein bisschen zu feucht oder hat es nicht so ganz gepasst. Und jetzt hoffe ich, dass der hier wieder gut wächst. Ich habe den jetzt hier einfach ins Sphagnummoos in die halbe Röhre hier reingesetzt, sodass der hier so richtig drüber wächst. Dann habe ich hier einen anderen Anthurium. Den habe ich auch irgendwo mal auf einer Messe gekauft. Ich glaube ja. Und den habe ich hier einfach mit so Edelstahlhaken reingesteckt, also in den Kork. Und auch mit Sphagnummoos, damit das schön feucht bleibt. Und der hoffentlich hier ein bisschen schöner wächst. Der war auch hier in dem Paludarium hier hinten drinnen und war halt auch schon zu groß. Deshalb sind die Blätter auch hier so ein bisschen komisch verdreht gewachsen. Aber ich glaube, jetzt schaut er wieder ganz gut aus. Dann habe ich hier noch so eine hangende Pflanze. Die ist noch in den Topf, aber auch ins Sphagnummoos. Die werde ich jetzt umtopfen oder halt bzw. werde ich sie hier rausholen. Und dann hier hinten reinsetzen. Auch noch mit ein bisschen extra Moos, damit die auch feucht genug bleibt. So, und dann hänge ich hier so runter und schaut richtig nice aus. Generell muss man auch sagen, jetzt wo noch nicht so viele Pflanzen drinnen sind, ist die Luftfeuchtigkeit im Terrarium noch nicht so groß. Sie ist jetzt trotzdem gerade bei 74, aber sie könnte ein bisschen höher sein. Wenn dann mehr Pflanzen drinnen sind, dann sammelt sich die Luftfeuchtigkeit auch ein bisschen mehr. Also auch wenn mehr Moos drin ist, wird das mehr werden und besser passen. Und dann ist hier noch eine Pflanze, und zwar noch einen Geweihfarn. Der schaut ein bisschen traurig aus, der ist ein bisschen trocken. Muss ich gleich mal hier eintauchen. Da ist halt relativ wenig Moos noch dran, da muss ich ein bisschen mehr Moos drauf machen. Ist dieselbe Art wie der hier. Also vielleicht mache ich den auch von der Schaschinplatte ab. Oder mache ein bisschen Moos dazu. Das werde ich gleich noch schauen. Und dann suche ich auch einen schönen Platz für den. Ansonsten habe ich jetzt schon angefangen, hier zwischen die Spalten Sphagnummoos reinzustecken. Das sah ja oder sieht ja bis jetzt noch nicht so gut aus. Also vor allem hier auf der Seite zum Beispiel sind auch überall so Spalten. Und das war geplant, dass ich hier einfach Moos reinstecken kann. Dann bleibt das Ganze zum einen feuchter. Also hier das Moos bleibt, speichert halt die Feuchtigkeit. Und kann hier anderes Moos drauf geben. Also hier habe ich das ja auch schon gemacht und hier habe ich das auch schon gemacht. Und hier sieht man das fast gar nicht mehr. Hier vorne trocknet das halt ein bisschen mehr aus. Da muss ich dann schauen, wie das mit der Beregnung passt. Aber dadurch schaut das Ganze dann auch richtig nice aus, wenn man das gar nicht mehr sieht, die ganzen Spalten. Und andere Pflanzen können da halt besser wachsen. Also ist das jetzt der nächste Step. Erstmal hier überall Moos dazu zu stecken. Überall in die Spalten. So, hier so ein Hasenfußfarn habe ich vergessen. Es sind leider schon ein paar Blätter kaputt gegangen. Aber solange das Rhizom noch gut ist, sollte das passen. Die muss ich dann auch unbedingt mal hier runternehmen und woanders hinsetzen, wo er mehr Wasser bekommt. Aber ich fange mal an hier mit den Eleucharis, dass das mal weg ist. Das werde ich halt jetzt nicht besonders fürsorglich irgendwo aufteilen und ein schönes Gras machen, sondern ich mache einfach so ein paar Büschel. Hier und da. So, dann noch hier das HCC. Da genauso. So in den Übergang ein paar Stellen, die halt irgendwie noch nicht so schön sind, wo ein bisschen Kleber vielleicht durchkommt. Da kommt das einfach drauf und mal schauen, ob das überlebt. Die Schaschinplatte lege ich auch einfach mal hier hinten hin. Und dann hier der Farn. Dann setze ich einfach hier mit dem Moos hinter den Stein. Oder halt zwischen den Steinen. Dann habe ich hier hinten noch Pflanzen, also hier in den Boxen. Zum einen Moos. Hier auch das mal. Giant Moss und das ist Mini Christmas. Anubias. Noch mehr Anubias, die nehme ich mal. Und hier noch Farne. Also die drei Boxen, einmal hier der Farn, weil da habe ich Angst, dass der kaputt geht. Das ist der Mini oder Taiwan Needle Leaf. Irgendwie so. Das ist ein ganz
kleiner, dünner Farm. Dann hier Anubias Mini-Coin, aber sehr viel vermischt mit Moos. Also ich habe drüben noch mehr Portionen, die ein bisschen schöner sind. Aber die mit dem Moos werde ich ins Terrarium setzen. Auch hier noch so ein bisschen anderes Moos. Und hier noch ein bisschen Visitance Vietnam. Also die drei Boxen werde ich hier irgendwie drinnen aufteilen. Das ist einmal hier der Farn. Der ist ja hier Submers gewachsen. Also müsste ich dann schauen, wie sich der umstellt. Ich werde den einfach mal hier so in die Wasserkante setzen, dass der zur Hälfte über und zur Hälfte unter Wasser ist. Das sind so kleine Rhizome davon. Und auch noch da. Da das Quellmoos, ich bin mir nicht sicher, ob das E-Mers auch funktioniert, deswegen mache ich das einfach mal nur Submers. So in den Übergang und schaue, ob da was drauf wächst. Und die Anubias, die kann man ja auch einfach über Wasser verwenden. Und die werde ich hier auch in die Spalten stecken. Und dann habe ich hier Visitance Vietnam mit noch ein bisschen anderen Moos gemischt auch noch. Deshalb benutze ich das auch hier. Und da mache ich es einfach so, dass ich das hier nehme und ich reibe das so über die Steine. Schaut ziemlich brutal aus, aber das wächst dann einfach wieder an. Kann man auch so ein bisschen aufs Holz machen. Hier also überall, wo es feucht auch ist, damit das auch gut anwächst. Also ins Wasser, in den Übergang. So, und jetzt noch die restlichen Anubias. Das ist jetzt die Mini-Coin, das ist eine relativ teure Art. Also da kostet so eine Portion gleich mal so um die 20 Euro und das ist vielleicht so viel. Also würde ich jetzt, wenn ich sie nicht hätte, hier nicht unbedingt verwenden, dann würde ich wahrscheinlich einfach die Anubias Bonsai oder Appetit nehmen. Die ist zwar ein bisschen größer, aber passt hier auch gut rein. Aber da ich sie habe und sie voller Moos ist, benutze ich sie auch hier. Vor allem so entlang von dem Wasserfall, weil der halt ziemlich feucht ist und da hat die gute Chancen, dass sie überlebt. So, es schaut auf den ersten Blick gar nicht so viel mehr aus, aber der Übergangsbereich ist mal richtig gut bepflanzt. Und ich will sie auch nicht zu voll machen, weil das soll sich auch ein bisschen ausbreiten, also jetzt ist schon sehr voll. Also es war jetzt wirklich so, weil ich halt die ganzen Pflanzen hatte. Ansonsten kann man auch um einiges weniger einsetzen und dann wachsen die von alleine zu. Und ich bin mal gespannt auch, wie die so funktionieren werden. Ich werde die jetzt beobachten, schauen, ob irgendwas anfängt auszutrocknen. Ob sie es vielleicht ein bisschen austauschen. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich werde wahrscheinlich in ein paar Wochen weiter bepflanzen. Es sind noch ein paar Pflanzen geplant, dass es vor allem oben noch ein bisschen voller wird. Und da muss ich noch schauen mit der Beregnungsanlage, dass ich die vielleicht ein bisschen stärker aufdrehe, damit das Ganze feuchter wird. Vor allem halt den oberen Bereich. Aber so bin ich erstmal sehr zufrieden und es gefällt mir sehr gut. Der erste Teil der Bepflanzung ist fertig und wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ganze eingerichtet habe, dann klickt jetzt hier rein, da kommt ihr zur ganzen Playlist, wo ich euch zum einen zeige, wie ich das Terrarium aufbaue und auch wie ich die Rückwand und den Wasserfall hier einbaue.